Also, hallo Herr Rausch. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ein Wasser? Auch vielleicht eine Cola. Oder wollen Sie eine Cola? Genau. Wir hätten jede Menge. Ja, ich weiß, aber ich möchte lieber Wasser jetzt. Na gut, bitteschön, nehmen Sie Platz. Danke. So, Herr Rausch, ja. Wer sind Raser? Wer sind Drängler? Wer sind Raser? Wer sind Drängler? Also du meinst von der Charakterlichkeit her? Ja. 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 Oder sagen wir mal so, ja. Ja, prinzipiell kann es jeder sein. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Lebensstil eines Menschen sich auf die Straße überträgt. Das heißt also, wie ich mit meinen Kollegen oder mit meinem Chef umgehe, so kann ich dann auch häufig auf der Straße sein und erstmal sehen, wie kann ich am besten vorwärts kommen und wie kann ich durchkommen. Wir haben ja gerade in dem Film gesehen, dass die Leute, die besonders ausrasten im Auto, die sind vielleicht im normalen Leben ganz freundliche Zeitgenossen, die nur im Auto wirklich so aus sich herauskommen und ausrasten. Ja, das ist wieder zu erklären durch dieses My Home is My Castle. Die fühlen sich in diesem Blechapparat, fühlen die sich gut beschützt und nehmen dann die anderen Dinge gar nicht mehr wahr. Was ich so schlimm finde, ist, dass die Leute, die ausflippen im Straßenverkehr, dass die sehr wenig Rücksicht nehmen auf das Umfeld. Die fragen sich gar nicht oder kommen gar nicht auf die Idee, sich zu fragen, wie jetzt ihr Verhalten eigentlich auf die anderen Fahrer wirkt. Was glauben Sie, wie wirkt das denn auf die anderen? Also wenn ich jetzt in meinem Auto fluche, wie wirkt sich das? Ja, da merkt ja keiner. Da merkt ja keiner. Ist doch also wurscht. Mit dem Fluchen, das finde ich auch nicht schlimm. Sondern was ich schlimm finde im Straßenverkehr, ist diese Drängelei, okay, dieses dichte Auffahren. Gefährlich auch. Ja, und dann die Huperei. Und man fragt sich ja dann immer wieder, wenn man angehupt wird, bist du jetzt gemeint oder nicht? Und deswegen sage ich immer, wenn ich da gefragt werde, Sie müssen gar nicht darauf reagieren, weil die Hupe ist ja eigentlich ein Signal, was nur bei Gefahr eingesetzt werden darf und nicht, um andere zu erziehen. Sie sagen den Leuten dann, die kommen jetzt zu Ihnen, fragen, wie kann ich reagieren? Das wollen wir heute auch ein bisschen klären. Wie kann ich darauf reagieren, wenn ich im Straßenverkehr bedrängt werde und so? Sie sagen denen, nicht reagieren zum Beispiel, wenn gehupt wird. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ne? Also, wie man auch sagt, entschleunigen. Das trägt ja auch ein bisschen dann zur Gelassenheit bei, weil wenn man das Rad mal weiterdreht, einer hupt und dann fange ich an, drehe mich um, du spinnst, dann schreie ich zurück, dann rege ich mich auf, dann geht es immer weiter. Wenn ich einfach gar nichts mache, dann ist das vielleicht der erste Schritt zur Entspannung sozusagen. Das ist richtig, aber das können Sie nur, wenn Sie das vorher trainiert haben. Ja. Ja, also genau wie beim Fußball, die machen ja auch so ein geistiges Training. Mhm. Und dann schaffen die das auch, in entsprechenden Situationen ruhig zu bleiben. Und das muss man eben als Autofahrer auch lernen. Wir müssen vielleicht an dieser Stelle mal wirklich unterscheiden. Diejenigen, die einfach im Auto wütend werden, fluchen, bisschen vor sich hinschimpfen, das macht eigentlich jeder, oder? Machen Sie das vielleicht auch hin und wieder? Also als ich noch in Ihrem Alter war, da habe ich das gemacht. Das heißt also... Aber inzwischen nicht mehr. Nicht mehr? Nein, warum nicht? Weil Sie so gelassen sind? Ja, ich mache das deswegen nicht mehr, weil ich ja merke, wenn ich jetzt anfange zu schimpfen, rege ich mich ja noch mehr auf. Das will ich ja nicht. Mhm. Okay. Mhm. Das ist aber gut, wenn man sich so im Griff hat, muss ich sagen. Sie haben gerade gesagt, man kann das trainieren. Ja. Was ist da der erste Schritt, um das zu trainieren, gelassener im Auto zu werden? Weil ehrlich gesagt, also wenn ich angehupt werde, ich stand auch nicht mal an der Ampel und bin nicht sofort losgefahren. Und statt einmal, das ist ja in Ordnung, hat hinter mir der wirklich 3 Sekunden auf die Hupe gedrückt. Als gehe es um vieles. Dabei ging es nur darum, dass die Ampel grün wird. Ja, ich meine, dass man losfährt. Das hat mich schon richtig, aber gerade richtig bei, sauer gemacht. Gerade bei Ihnen dürfte das überhaupt kein Problem sein. Warum? Ich erlebe Sie ja. Person bin. Ja, nee, ich erlebe Sie ja sehr häufig. Sie sind tolerant und Sie können doch sagen, der darf das. Mhm. Ne? Der darf das. Stimmt. Nur damit Sie dann nicht nachher den Ärger haben. Also ehrlich gesagt, wenn mich da einer anruft, bedanke ich mich immer, weil ich denke, ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass die Ampel grün geworden ist. Ich habe sie nicht weggekriegt, weil ich kurz... Ja, aber das ist aber auch die einzige Situation, meine ich, wo man sich bedanken kann, wenn Sie jetzt mal zu langsam anfahren an der grünen Ampel und da fängt dann die Huperei an. Also da bedanke ich mich nicht. Also das ist jetzt die eine Seite natürlich, dass die bedrängt werden, die angehupt werden und so. Aber es gibt natürlich auch, mit denen haben Sie auch zu tun als Verkehrspsychologe, mit den aggressiven Fahrern. Ja. Wie kann man es schaffen? Ich meine, ich denke jetzt mal, dass kaum einer zu Hause sagt, ich bin einer, ich fahre aggressiv. Aber viele wissen es ja doch. Wie komme ich da runter von, dass ich aggressiv Auto fahre?
Das ist natürlich, ja, es gibt einige Tricks, aber das Beste ist natürlich, wenn Sie verkehrspsychologischen Dienst in Anspruch nehmen, der dann, wo dann die Verkehrspsychologen spezielle Techniken mit Ihnen trainieren, dass Sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, aggressiv zu fahren. Das ist das Beste. Aber wenn Sie einen einfachen Trick nehmen wollen, sich morgens, wenn Sie aufstehen, und wenn Sie da morgens den Kaffee oder den Tee trinken, sich dann einfach schon vorzunehmen, heute bist du nicht aggressiv. Ja, aber das ist immer so. Man hat ja oft auch Zwänge. Eberhard Fischer aus Buchholz hat uns geschrieben. Als ich noch täglich 25 Kilometer hin zur Schicht nach Hamburg fahren durfte, habe ich immer einen sehr forschen Fahrstil gefahren und wurde bei einem Stau dann doch recht rabiat, sagt er. Der Kollege konnte nämlich erst Feierabend machen, wenn ich dort war. Heute als Rentner habe ich mehr Zeit und kann mir sehr viel Zeit lassen. Das ist natürlich auch der Punkt. Man hat ja vielleicht auch, man steckt ja auch in der Zwickmühle oder in Zwängen und muss dann sehen, dass man irgendwo hinkommt. Und dann steigt natürlich auch der Stresspegel. Also Sie wissen ja, dass ich in der Hauptsache Leute berate mit einem hohen Aggressionspotenzial und die sonst irgendwelche Geschichten gemacht haben. Das, was Sie da gerade vorgelesen haben, das ist ganz typisch für jemanden, der von seinen eigenen Impulsen eigentlich ablenken will, schiebt das dem Kollegen zu, den er nicht warten lassen kann. Ja? Anstatt er mal... Kunde, ja. Ne? Anstatt er das mal... Nee, war kein Kunde, das war der Kollege. Ne? Kollege, ne? Anstatt er das mal hinterfragt und dann von selbst auf die Idee kommt, das ist ja eigentlich eine nette Ausrede gewesen, ne? Die mir immer erlaubt hat, dann zu schnell zu fahren. Ja, Sie sehen nicht so ganz zufrieden. Doch, ich bin zufrieden. Ich glaube nur, dass es auch ein gewisses, also natürlich jetzt nicht aussteigen oder jemanden wirklich bedrängen oder irgendwie sowas, aber dass so ein gewisses Maß an Aggression, das man dann hat im Auto, dass das einfach auch menschlich ist. Dass das so ist, dass ich in dieser Verkehrssituation da auch einfach auch was aufbaut und aufstaut oder wie auch immer. Ja, Sie haben ja recht. Aggression gehört zum Menschen. Was der Mensch aber in der Zivilisation lernen muss, ist, mit der Aggression umzugehen. Mhm. Ja? Sonst passieren solche Sachen wie mit dem Tiger. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss ich mehr auf mich gucken. Das heißt, wenn ich aggressiv bin, aggressiv Auto fahre, ist das ja auch gefährlich. Mir kann ja auch was dabei passieren. Wenn ich dränge und ich fahre jemanden hinten drauf, dann kann auch ich... im schlimmsten Fall sterben, mich verletzen. Und ich sollte einfach weg davon kommen, ich muss jetzt dahin, sonst ist der andere sauer, weil ich zu spät komme. Ich fahre hier und es geht um mich, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja. Hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Anuschka Schäfer aus Köln hat angerufen und sagt, ich fahre 10 Minuten eher los, dann habe ich genug Zeit. Ja, möglicherweise. Gut. Oh, das mache ich auch. Herbert Engelke aus Herne. Ich habe einen Drängler, der hinter mir auf der Autobahn war, fotografiert. Er fragt jetzt, darf man das? Die Frage ist, was macht man da mit dem Foto? Dann der Polizei geben oder so? Also mit diesen Fotografen, da müsste man eigentlich etwas differenzierter ins Gericht gehen. Das ist, wenn Sie es böse auslegen, ist es ein Eingriff in den Straßenverkehr. Stellen Sie mal vor. Der fotografiert beim Fahren. Ja, beim Fahren oder der hat sogar noch einen Blitz. Mhm. Ja, also ich würde da dringend von abraten, obwohl eben hatten wir ja die Polizei hier, die hätte ich mal gerne gefragt dazu. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist verboten. Ich meine, es bringt dann auch eigentlich wirklich nach vorne, oder? Dann hat man ein Foto, dann muss man erst wieder... Nein. Das ist ja nur so was gemacht wird, um dem anderen, der da aufgefahren ist, zu zeigen, so, ich unternehme jetzt was gegen dich. Mhm. Ja, und da schaukelt es sich wieder auf. Der Witz ist ja, man denkt immer, man ist schneller da oder man ist überhaupt pünktlicher. Rainer Behne hat uns auf Facebook gepostet, Rasen in Nordrhein-Westfalen lohnt sich nicht. Man hat kaum Zeitgewinn, auch wegen der vielen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Am Ende ist es doch... Ja, im Grunde ist es für die Katz, man braucht mehr Benzin, man gefährdet sich, man gefährdet sich und andere. Mhm. Und es ist unsinnig, aber was tun die Menschen nicht alles an unsinnigen Dingen? Wir wollen ab heute nicht mehr unsinnig sein. Genau. Das nehmen wir uns jetzt mal fest vor als Fazit aus diesem Gespräch.